das halten wir für verantwortungslos. An einem Punkt übrigens verraten Sie, dass Sie an die dem Gesetz zugrunde liegende Ideologie selbst nicht glauben. Aufgeheizte Stimmung im Bundestag. Bei der Debatte zum Selbstbestimmungsgesetz am Freitag trat auch Sarah Wagenknecht ans Rednerpult. Die Gründerin des Bündnis Sarah Wagenknecht machte klar, dass sie nicht viel von dem Gesetz hält und wetterte gegen die Ampel. Das brachte die SPD-Abgeordneten auf die Palme. Allen voran Anke Hennig, die immer wieder mit Zwischenrufen störte. Einmal pro Jahr sein Geschlecht frei wählen zu können, auf diesen grandiosen Freiheitsgewinn haben Millionen Bürgerinnen und Bürger sicher seit Jahren sehnlichst gewartet. Zumal in einem Land, in dem man nach ihren Plänen über die eigene Heizung oder den Antrieb des eigenen Autos in Zukunft nicht mehr frei entscheiden kann. Es ist wie immer bei der Ampel. Ideologie triumphiert über Realität. Ja, das Gesetz enthält keine Regeln zu chirurgischen Eingriffen. Aber es stellt die Weichen dafür, und das halten wir für verantwortungslos. An einem Punkt übrigens verraten Sie, dass Sie an die dem Gesetz zugrunde liegende Ideologie selbst nicht glauben. Im Kriegsfall soll es nämlich keine Wahlfreiheit geben. Das Plenum stimmte am Freitag in namentlicher Abstimmung mehrheitlich für das Gesetz, mit dem die Änderung von Geschlechtseinträgen auf dem Amt künftig deutlich leichter werden soll als bisher. Bei insgesamt 636 abgegebenen Stimmen votierten 374 Abgeordnete für das Gesetz. Mit Nein stimmten 251. 11 Abgeordnete enthielten sich.